bis zum Geburtstag. Das freut mich. Das Jakob-Junker-Haus ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg-Großborstel für Männer, die obdachlos oder wohnungslos sind und eine Unterkunft und Betreuung auf Zeit brauchen. Die Männer, die zu uns kommen, haben soziale Schwierigkeiten, das heißt, brauchen Unterstützung in den Bereichen Ämter, Gänge, Schuldenregulierung, vielleicht Suchtproblematik überwinden. Und sie müssen diese Hilfe auch wollen. Sie müssen bereit sein, Hilfe anzunehmen, mitzuarbeiten, um dann auch wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Wir arbeiten auch mit dem Bezugsbetreuersystem. Das heißt, die Bewohner haben immer einen festen Ansprechpartner, an den sie sich dann wenden können. Man muss den Menschen sehr viel Zeit geben, auch ernst nehmen und man braucht auch sehr viel Humor. Unsere Spezialität, sag ich mal, ist wirklich die Menschen, die ganz am Rande stehen, aufzufangen. Wir versuchen mit jedem wirklich 2 und 3 Meilen mitzugehen, bis er den Weg geschafft hat. Das macht uns, glaube ich, aus. 5 Jahre habe ich auf der Straße gelebt und jetzt bin ich hier. Glückliches Gefühl, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben, auf jeden Fall. Wichtig, immer wieder mal schauen, damit das keine offene Stelle passiert. Ja. Solche Patienten, die haben richtige schwere Leben von sich. Die haben öfter kein Haus gehabt, lange Zeit draußen geblieben. Die haben chronische Wunden, chronische Krankheiten. Und die brauchen ein bisschen Zeit, mit dir zu sprechen, weil die haben alle eigene Geschichte. Ich habe alles getan für meine Frau, für mein Kind. Richtig gearbeitet, viel Geld verdient. Meine Frau hat mich betrogen. Das tat so weh. Dann starb meine Mutter. Das sind alles so kleine Schicksalsschläge, wo du drüber wegkommen musst. Obdachlosigkeit, die kann jeden von uns treffen. Jeden. Ich kann das deshalb so sicher sagen, weil wir haben hier wirklich schon wirklich vom Lufthansa-Piloten bis zum Maurer alles gehabt. Also gestandene Männer mit einem intakten Familienleben, mit Kindern, mit Auto, mit Urlaub und allem drum und dran. Wirklich alles, was ich nicht nur denken kann. Und weg. Also ich sehe in den Männern vor allem ganz viel Kompetenzen, die irgendwo verloren gegangen sind, die sehr viele Rückschläge einstecken mussten, die es aber trotzdem ja bis hierher geschafft haben. Im Haupthaus des Jakob-Junker-Hauses wohnen 76 Männer in Einzelzimmern. Zusätzlich gibt es auf dem Gelände ein Containerprojekt, wo 12 Männer und 4 Transgender-Frauen ambulant betreut werden. In einer der 5er-WG können psychisch erkrankte, wohnungslose Männer probeweise Alltag und Leben teilen, bevor sie in ihre eigene Wohnung oder in eine andere WG ziehen. Der Borsteler Tisch ist eine Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen aus der Umgebung. Für die Bewohner der Einrichtung eine große Unterstützung, um sich selbst zu versorgen. Alle 14 Tage gibt es Kino. Jede Woche gibt es die Kochgruppe, dann gibt es hier Klönschnack, einmal am Montag und einmal am Donnerstag und am Freitag schwimmen. Da kommen mal viel in Kontakt mit anderen Leuten und unterhalten. Finde ich echt cool, nicht schlecht. Finde ich gut. Die Menschen hier nehmen die Leute so an, wie sie sind. Die Menschlichkeit ist sehr, sehr groß geschrieben hier im Hause. Die Heilsarmee geht dorthin, wo die anderen nicht mehr hingehen.
da, wo es dreckig und schmutzig ist. Die Kollegen hier und die Menschlichkeit der Heilsarmee gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das hier ist gelebte Nächstenliebe.